Dr. McWheely. Schau mal, auf der Straße sind so viele Autos unterwegs. Die meisten fahren selbst. Aber manche befinden sich auf der Ladefläche von Autotransportern. Der Autotransporter ist groß und stark. Er hat in der Autofabrik 10 Autos abgeholt und bringt sie jetzt zum Autohaus. Mal sehen, welche Farbe sie haben. Lila? Hellblau? Gelb? Rosa? Schwarz? Weiß. Rot. Blau. Grün. Orange. Gut gemacht. Wir haben alle Farben richtig aufgesagt. Pass auf, Autotransporter. Das Verkehrsschild sagt, gleich kommt eine Bodenwelle. Hier musst du langsam fahren. Oh, das weiße Auto ist von der Ladefläche gerollt. Und der Autotransporter hat es gar nicht bemerkt. Er ist am Autohaus angekommen. Lasst uns dem Autotransporter helfen, die Autos zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ein Auto fehlt. Weißt du, wer das Auto gefunden hat? Dr. McWheely. Weißes Auto, du musst zum Autohaus. Du kennst den Weg dorthin nicht? Kein Problem. Dr. McWheely wird ihn dir zeigen. Los geht's. Gleich sind wir da. Autotransporter, wir haben das verloren gegangene Auto gefunden. Jetzt ist alles in Ordnung. Alle 10 Autos sind jetzt am Autohaus. Oh, schau mal. Dr. McWheely hat irgendwo auf der Straße eine Schraube wie diese verloren. Hast du sie gesehen? Wenn ja, schreib uns als Kommentar, wo sie ist. Dankeschön, Dr. McWheely.
Schaut mal, das ist ein Abschleppwagen. Er bringt kaputte Fahrzeuge in die Werkstatt. Er kann sogar einen Traktor transportieren. Oh, dieser Traktor ist zu schwer. Der Abschleppwagen hat aufgegeben. Du kannst runter, Traktor. Der Abschleppwagen muss Dr. McWheely rufen. Keine Sorge, Abschleppwagen. Dr. McWheely wird schon bald kommen. Jetzt muss sie ihre Werkzeuge einpacken. Dr. McWheely steckt sie einfach in ihren Gürtel. Ein Messband, Zange, Feile, ein Hammer, Radschlüssel, eine Ratsche, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher und ein Stift zum Schreiben. Alle anderen Werkzeuge sind in ihrem Koffer. Es kann losgehen. Jetzt reparieren wir den Abschleppwagen. Hallo Abschleppwagen, wir werden dir jetzt helfen. Mal sehen, was überhaupt passiert ist. Aha, verstehe. Wir müssen das Rad abmontieren. Dafür müssen wir das Auto mit dem Wagenheber hochheben. Perfekt. Hier ist das Problem. Diese Feder ist gebrochen. Dank diesem Teil kann das Auto problemlos über holprige Straßen fahren. Wir entfernen die kaputte Feder. Und ersetzen sie durch eine neue. Noch das Rad montieren. Und fertig. Aber pass beim nächsten Mal besser auf. Und transportiere nicht zu schwere Lasten. Das ist gefährlich. Vielen Dank, Dr. McWheely. Dr. McWheely. Das ist ein Autohaus. Hier werden Autos verkauft. Und das ist Dr. McWheely. Sie braucht ein neues Auto. Eines, das größer ist als ihr Cabrio. Lasst uns reingehen und eins aussuchen. Hier hat's viele verschiedene Autos. Lasst sie uns alle mal anschauen. Das ist ein Elektroauto. Der Kofferraum geht auf
und ebenso die Motorhaube. Es hat große Räder. Aber in so einem Auto kann man nicht viele Werkzeuge transportieren. Lasst uns ein anderes anschauen. Das ist ein Sportwagen. Er ist sehr schnell. Der ist zwar gut zum Rennfahren, aber nicht für die Arbeit. Dr. McWheely, weiter geht's. Das ist ein gelber Zweitürer. Sehr schön, aber auch zu klein. Da würden die Werkzeuge gar nicht alle reinpassen. Also ist er nichts für uns. Was für Fahrzeuge hat's denn noch? Noch ein Rennwagen. Diesmal ein grüner. Lasst uns mal reinschauen. Hier hat's zu wenig Platz. Hat's hier auch größere Autos? Schau mal, ein kleiner blauer Lastwagen. Der ist zum Transportieren von Dingen gut geeignet. Setz dich doch mal rein, Dr. McWheely. Nein, er gefällt dir nicht? Die Fahrerkabine ist nicht sehr komfortabel. Oh, der ist doch perfekt. Dieser große rote Minivan. Er hat hinten Schiebetüren. Das macht das Einladen sehr einfach. Der Innenraum ist auch sehr geräumig. Du musst nur noch dein Dr. McWheely-Logo anbringen. Wie wär's mit einer Testfahrt? Oh, der Wagen hat gestoppt. Der Wagen ist noch im Autohaus kaputt gegangen. Lass uns nachsehen. Nichts Schlimmes. Man hat nur vergessen, Öl nachzufüllen. Jedes Auto hat eine spezielle Vorrichtung, um den Ölstand zu messen. Das ist ein Ölstab. Er zeigt an, wie viel Öl im Motor ist. Dieser Stab hat zwei Einkerbungen. An ihnen kann man den Minimum- und den Maximumölstand ablesen. Dieses Auto hat eindeutig zu wenig Öl. Lasst uns Öl nachfüllen. Den Deckel abschrauben und das Öl einfüllen. Das war's. Jetzt müsste das Auto anspringen. Prima! Dr. McWheely hat ein weiteres Auto repariert. Dr. McWheely. Dr. McWheely und Robby nehmen ein altes Auto auseinander. Die Teile, die sie noch verwenden können, haben sie abmontiert. Jetzt kann das Auto auf den Schrottplatz gebracht werden. Hallo, Abschleppwagen? Wir brauchen deine Hilfe.
Robby, möchtest du auch mal einen Schrottplatz sehen? Ja, natürlich möchte er. Abschleppwagen, du kannst das alte Auto mitnehmen. Das ist eine Altmetallverarbeitungsanlage. All die Autos hier sind Schrott. Sie werden zu neuem Metall verarbeitet. Robby, hier ist unser Auto. Dieser riesige Kran hebt die Autos mithilfe eines Elektromagneten an und befördert sie in den Schredder. Innen werden die alten Autos geschreddert. Und dann wird das Altmetall eingeschmolzen. Jetzt ist das Auto aus Dr. McWillys Werkstatt an der Reihe. Oh, der Elektromagnet funktioniert nicht. Mal sehen, woran das liegt. Was ist mit dem Elektromagnet nicht in Ordnung? Das sind Sicherungen. Siehst du das rote Licht? Eine der Sicherungen ist rausgeflogen. Der Hebel muss hoch. Der Elektromagnet funktioniert wieder. Und er hat Robby hochgehoben. Aber nein, wir wollen nicht, dass Robby zu Altmetall verarbeitet wird. Lass ihn wieder runter, Dr. McWilly. Na also. Jetzt können wir das lilafarbene Auto in den Schredder schicken. Mal sehen, wie er arbeitet. Zwei große Schneideblätter zerkleinern die alten Autos. Der große graue Magnet zieht die Metallteile an. Und ein Laufband befördert sie dann in einen Schmelzofen. In diesem Container wird das Metall geschmolzen und in Formen gegossen. Wenn das Metall abgekühlt ist, fällt es in Form eines Barren aus der Gussform raus. Hier gibt es viele solcher Barren. Daraus können neue Autos gemacht werden. Das ist interessant. Findet ihr nicht auch? So, es ist Zeit, Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal.